bisschen seltsam. Ja, hat ein bisschen gedauert, ne, aber naja. Es geht, ich glaube, ich sollte vielleicht doch lieber nach jedem gefangenen Pokémon wieder speichern. Ja, wie gesagt, es bietet sich halt an bei diesem Pokémon einfach, ne, dass man das Two-Face nennt. Ist, wie gesagt, ist es zwar weiblich, aber mein Gott. Ich habe ja schon mal gesagt, Geschlecht spielt hier eigentlich keine Rolle. Da kann man es sich eben männlich oder weiblich denken, wie man gerade lustig ist, ne. Das ist ja jetzt wohl egal. So. Two-Face. Passt doch. Wie? Faust aufs Auge, würde ich sagen. So. Alles klar. Oh. Ich kann in der Safari-Zone nicht sichern. Das ist gefährlich. Irgendwie war komischerweise gerade alles auf 100% CPU-Auslastung. Datenspeicher einfach alles auf 100%. Aber jetzt geht's wieder, jetzt wieder alles normal. Keine Ahnung, was da gerade los war. So, ich verstehe das nicht, weil, wie gesagt, ich habe ja soweit alle Hintergrundprogramme geschlossen, aber irgendwie. Ja. Manchmal hat er wohl keine guten Tage, der Laptop. Trotzdem. Auch wenn es jetzt insgesamt schon eigentlich besser läuft als. Oh! Als damals. Ja, dann fahren wir uns auch gerne ein, wa? Schon mal überlegen, wo wir das nennen. Oh, sehr schön, Spielbörse. Gibt es doch. Ist das denn zu fassen? Wie nennen wir das denn jetzt? Komm, dann nenne ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht wieso, ich musste dann direkt an Kleiner Held denken. Weil Pikachu ist hier wie so ein kleiner Held, ne? Auch schon allein durch den Anime. Komm, nennen wir mal Kleiner Held. Kleine. Passt das überhaupt klein? Ah, scheiße, passt natürlich nicht. Dann nennen wir ihn einfach Kleinheld. So, das ist ja eigentlich fast dasselbe. Na, wo ist er denn jetzt, Mensch? Da. Der Kleinheld. So. Klasse. Ja, hier kommen schon so einige zusammen, würde ich sagen. Das ist eigentlich. Zumindest im Ansatz, ne? Ein ganz klein bisschen was von dem Pinguin, oder? Von daher, ja, nehme ich das einfach mal im Urdo. So. Alles klar. So. Also ich fühle mich halt nur innerhalb dieses Glasfeldes befähigen. Klasse. Und da passt tatsächlich wieder einer ziemlich gut zu diesem Wesen. Aus dem Forum nehme ich Rinova, nicht wahr? Rinova. Also wenn nicht er wäre, dann frage ich mich. So. Rinova, klasse. So muss es laufen. Mag mal Mitglied. Unser Boss hat uns gesagt, wir sollen im Schlotberg graben und durchführen. Daher haben wir gegraben und gegraben. Und dann haben wir etwas gefunden, was uns den Atem verschlug. Was das war. Das verrate ich dir, wenn du mich besiegst. Ja, wir bin ich. Ich spreche dich danach nochmal an. Ich sag's dir. So, das ist ja natürlich kein Problem. Einmal Stärke beweisen und er geht auch direkt in die Knie. So. So, wie gesagt, ich werde es nicht vergessen. Ich verrate es dir trotzdem. Du wirst es schon herausfinden, wenn du dorthin gehst. Schließlich darf man sich nicht jede Überraschung nehmen lassen. Okay. Es sind also nicht nur Hochkriminelle, sondern auch Lügner obendrein. Na komm, bei UC. Du räumst dann aber schon richtig auch gleich. Wow, also wow. Also das haut hier mal richtig rein hier, das Ding. Da wäre selbst meine Champions fast keine Chance. Nee, Jungs, hier kein Problem, das schaffen wir. Wäre doch gelacht, wenn nicht. So. Jetzt
Das ist schon mal gut. Oh, nicht so effektiv, wie ich dachte. Ah ja, oder stellen also mehr aus anscheinend. Ach nee, genau, stimmt, weil das bei dem bleibt gestiegen ist. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Oh, oh. Jetzt breitet sich den Solarstrahl vor. Nicht gut. Nee, komm, jetzt nicht noch Bären fressen und so. Oh Gott. Sie tun Bären. Ja, nee, komm. Da kann ich auch Bären fressen. Scheiße, stimmt. Platz ist doch vierfach schwächer. Ach du Scheiße. Vierfach schwächer. Hilfe. Hoffen wir einfach, ob das Beste. Oh, der ist auch schon die Phase. Ist einfach noch nicht ruhig geblieben. Was? So. Ja, okay, RIP. Jo, dann muss doch der die Zero hier, würde ich sagen. Der kann es auf jeden Fall reißen mit Level 50. Okay, das ist schon mal gut, dass das Ding weg ist. Und Vedo setzt jetzt noch wieder einen Trank ein. Ja, kann es ja jetzt egal, ne? Nehmen wir einfach mal das und das. Oh, natürlich. Ja, nee, das schaffen wir auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst doch nicht einfach zwei Tränke hintereinander einsetzen. Also wenn ich gleich noch einen dritten Trank einsetze, dann reicht es aber hier. Ey, die würde ich doch komplett verarschen. Was ist das denn für ein Trollkampf? Muss ich mir tatsächlich eine andere Strategie überlegen. Dann muss ich eine Attacke einsetzen, die mehr reinhaut. Wahrscheinlich Schockwelle dann. Oder auf einen Volltreffer von aber nee, das wird nicht passieren. Ja, nun jetzt. Jetzt setzt du doch keinen Trank ein. So. Na, also war doch ein Klacks. Aber der war gar nicht mal so. So schlechte Kacke. Mitten am Meer. Fabian, wie geht es dir? Ich bin's, Lydia. Ach du, schon wieder die mich ständig anruft hier wegen den... Ah ne, oder war das doch Lola? Ach, keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wer ihr seid. Ich hoffe, dir geht es gut. Stell dir vor, ich habe gewonnen. Okay, sie ist es wahrscheinlich doch. Mein Marill hat sich sehr angestrengt, damit wir gewinnen. Bis später mal. Oh Gott. Warum tut ihr mir das an? Woher kommst du? Hä, was? Was ist das für... Woher kommst du? Ja, nein. Das könnte auch irgendwie so eine Frage, beziehungsweise die Antwortmöglichkeiten in Kombination mit so einer Frage. Dann könnte ich mir auch gut bei Noli vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Ja? Ja, Stadt? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ja, du lässt mir keine andere Wahl, Mensch. Dann halt nein. Nein, das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, genau wie du. Du musst doch von irgendwo herkommen. Oh, warte. Du willst doch nicht etwa behaupten, du wärst in den Tiefen des Meeres geboren. Wie kommt ja auch sowas? War doch ganz klar die Macher von Odi am Werk bei dem Gespräch hier. Na gut. schau mal, ist das nicht hübsch? Ja, das ist nicht hübsch. Die Häuser stehen auf dem Wasser. Ich wurde hier geboren. Der Himmelturm? Ach, du meinst bestimmt diesen hohen Turm, der sich hier in der Nähe befindet. Also wenn du mich fragst, ich würde niemals sagen, okay, da hätte ich viel zu viel Angst, weil das so hoch ist. Leben auf Höhe des Meeresspiegels in Flossborn, das ist mein Ding. Verstehe. So. Ich habe nicht vor, lange hier in der Höhle zu bleiben. Pass nur auf, ich werde diesen Ort verlassen und ganz groß rauskommen. Ernsthaft, meine Wurm wird sich illusionsartig zum Vorschein kommen. Wenn du an mich glaubst, bringe ich eine Explosion bei. Okay. Ja, vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Aber sie wollen alle keine Selbstmordattentäter werden, wie es aussieht. Ah, nur weil ich in der Pampa lebe, ignorierst du mein Angebot? Ja, eigentlich schon.
Man sagt, die Vorfahren der Menschen in Flossbund werden an Bord von Schiffen geworden, lebten und starben auch dort. Diese Lebensart ist verständlich, denn sie waren auf der Suche nach etwas. Flossbund schwimmt auf einer Kolonie von Corazon. Glaubst du mir das? Nein. Welche Farbe hat dein Trainerpass? Meiner ist kupferrot. Können wir nachschauen. Grün. Ja, und jetzt? Was habe ich davon? Ah ja, verstehe. Nichts. So, aber erstmal heilen, ganz wichtig. So, das wäre auf jeden Fall das. Oh Mann, warum kann ich hier nicht rennen? Was soll das? Ich mag die Stadt nicht, ich kann hier nicht verlaufen. Ich bin die wichtigste Person des Pokémon-Fängers. Ich bin der kleine Bruder des Vorsitzenden. Ich genieße hier die Ferien mit meinem Pokémon. Ja, das tue ich. Ja, dann tue es auch weiterhin. Alle Pokémon. Es mag dich offensichtlich sehr. Alles andere hätte mich auch gewundert. Und alles andere hätte ich auch nicht toleriert. Ein derart liebevolles und wunderbares Pokémon verdient eine TM wie diese. Was ist halt jetzt? Wenn ein Pokémon dich sehr mag, wird die Kraft von Rückkehr verstärkt. Wenn es dich nicht mag, wird die Kraft von Frustration verstärkt. Ach. Mein Pokémon sind mit mir alle zufrieden, ich weiß nur ganz genau. Vielleicht ein bisschen erinnert mich das ja von der Gestalt her so ein kleines bisschen an den Tod, ne? Das ist auch so geistmäßig, ne? Also, warum nicht Mondelkramer nennen? Wo an. Kram. Kramer passt da nicht. Dann nehmen wir ihn einfach nur Bondel. Ist ja auch so ein Spitzname für ihn, glaube ich. So, sehr schön. Dann haben wir den auch schon mal in unserem Team. So. Aber wir können doch bestimmt jetzt fliegen, oder? Ja, wusste ich doch, Mensch. Und auch nach Xenorville. Sie kämpfen auf jeden Fall immer noch. Gut, eine hochepische Sequenz. Das ist ja interessant. Da muss der Rayquaza nur einmal kurz schreien und dann ist es schon erledigt und das war's mit dem Weltuntergang. Darauf erstmal eine Heilung. So, ja, so vom Design. Deswegen nehme ich jetzt mal Kirimoa, weil, ne, der hat ja auch so eine Art Vampir als Avatar. Passt dann vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Kirimoa. Und da haben wir schon das nächste Mitglied. Ne, wollen wir auf jeden Fall auch. Aber mein Gott, jetzt strengt euch doch ein bisschen an. Keiner von euch hat mir bisher Schaden zugefügt. Das ist der letzte Arena-Kampf. Was ist das denn? Naja, immerhin hat er ausgehalten. Jawoll, also geht doch. Ja, und das ist gar nicht mal so knapp. Ja gut, Volltreffer, aber trotzdem. Ja und ja. Jetzt wird es mal richtig spannend hier. Also genauso wünsche ich mir das, Mensch. So, schon wieder Volltreffer. Ja, damit unsere Waffe jetzt unsere, ja, eigentlich große Stärke des Spiels hier, beziehungsweise für den Kampf aus dem Rennen. Das ist doch immer ein bisschen spannend. Also soll es ja auch sein. Wie wär's denn mit Fliegen?
Tja, ist das hier wohl so gedacht. Tja, und jetzt hat es auch noch aufgehört zu regeln. Also wieder weniger Verteidigung. Tja, das war's. Sedra King. Ach du meine Güte, das... Ja. Kann heftig werden. Aber wir bleiben erstmal hier. Attacken, die effektiv sind. Gegen Cyan. Das kann ja was werden. Aber wenn sie das überlebt, dann kann sie eine Notsituation einsetzen. Aber. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt ist klasse. Oh Mann. Es war so knapp. Na gut, dann Dark Team. Genau, der ist mit der anderen auch gesunken. Wie wäre es denn mit... Mist. Das war eigentlich klar, dass das wieder kommt. Wie wäre es mit Ziehen? Weil der Dodge Schaden tut dann ja auch sein. Also trägt er auch seinen Teil dazu bei. Dodge Schaden ist eigentlich immer gut. Wenn sonst nichts mehr hilft. So, wie wäre es dann jetzt mit Schaufler? Och nö, jetzt kommt mir nicht nur so ein Scheiß wie Doppelteam hier. Nee, aber Sedra King, das ist schon ein heftiges Teil. Eisstrahl. So, Schaufler. Ah ne, lohnt sich nicht. Dann doch lieber der Biss. Oh ja, stimmt. Durch Toxin wird es hier immer und immer mehr vergiftet. Nee, komm. Dann kannst du jetzt nicht bringen, so Gott. Ich hoffe, du bist noch vergiftet wenigstens. Nee, dann kannst du jetzt... Oh nee. Nee, komm. Das geht doch einfach so nicht. Ja, natürlich bist du nicht mehr vergiftet. Ja, dann halt nochmal Toxin. So einfach ist das. Tja, nur durch Doppelteam trifft das jetzt wahrscheinlich nicht mehr das Ding. Ah ne, doch, was soll das? Aber dann kann sich ja gleich wieder Toxin einsetzen und dann schläft schon wieder und. Ah Mann! Ah, ich wusste, dieser Kampf hat noch seinen Preis. Das war einfach viel zu einfach davor. Oh, na, mein Gott, warum landen die jetzt alle Volltreffer? Hör auf, Volltreffer zu landen, was soll das? Dann. Adios. Das haut rein. Ja, jetzt durchgehalten. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt noch einmal Joras und dann sollte es doch rein theoretisch damit gewesen sein. Jawohl! Klasse gemacht. Haha, ausgezeichnet. Sehr schön, du hast gewonnen. Ich weiß, wenn man ja das Talent wird jeden Gegner bezwingen, aber im Vergleich zu mir oder auch, weil sie fehlt es dir an Eleganz. Bitte was? Bitte was? Vielleicht sollte ich dir ein paar meiner Kleidungsstücke leihen. Nee, komm. Sicherlich Mittelalter. Haha, ich habe Spaß gemacht. Statt meiner Kleidung reiche ich dir den Schauerorden. Ja, da läuft ja mal ein eiskalte Schauer über den Rücken. Nö, da war der Kampf ja doch noch ein bisschen interessanter als befürchtet. Ich habe jemanden, der so weit gekommen ist, nicht so sagen los. Was ist das? Die Siegestraße? Wenn du gewinnst, verrate ich es dir. Hä? Aber ich weiß mal, dass das die Siegestraße ist. Hallo? Oh nein, nicht den Tag, bitte nicht. Nein. Nein. Warum? Tut mir dieses nicht an. Ich habe schon kaum Surfer hier. Biss auf jeden Fall. Ich
hoffe, dann ist gerade wohl zumindest schon mal weg. Ja, aber man kann sich doch nicht in einen Tagik verlieben. In sowas verliebt man sich nicht. Nee, nein. Du kannst doch trotzdem wenigstens Gigado als Surfer einsetzen, Mensch. Nein. Nein. Oh nee. Warum denn Anziehung? Ich finde dich überhaupt nicht anziehend, Litaking. Oh. Okay, immerhin war das ein Volltreffer. Ja, was machen wir denn jetzt nochmal Surf auf jeden Fall, aber gehen wir jetzt nicht bis ein. Ne, komm, ich setze mal die Stufel ein, vielleicht ist das besser. Ja, das ist besser. In dem Fall. Sehr schön. Level 50. Mit dem hast du schon mal geschafft. Oh nein, ey, nein. Ey, Mann. Ey, das kann nicht sein. Bitte nicht. Das sind mir zu viele Detail-Kicks hier. Ja, genau hier. Dann kannst du auch noch sowas. Ja, dann genau. Mann, entliebe dich doch wieder. Kann doch nicht so schwer sein. Wie kann man sich damit jetzt so etwas hingezogen fühlen? Versteh's einfach nicht. Ihr macht's einmal aber auch echt nicht leicht hier gerade. Oh wow. Focus Butt. Klasse. Ja, aber nur um nochmal extra gedemütigt zu werden. Ne? Jo! Nee. Der wird dann auch nichts reißen können, Mensch. Wir müssen auf jeden Fall nur mit Männchen kämpfen. Ach nee, scheiße, da ist ja noch ein weibliches Detacking. Das kann wiederum die Männchen verführen. Ja, natürlich ist er wieder Starvorliebe. Nochmal Surfer. Psychokinese, komm. Das haut nämlich rein. Sehr schön, Faulenz. Jetzt komm schon. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, dann halt stärker auf das Ding und du kommst dich schon auf das Ding. Ja, natürlich. Das wäre es nicht schon nervig und schön genug. Hier die Targings müssen die auf jeden Fall erhalten bleiben. Ladung von Erotik nicht widerstehen. Surfer? Psychokinese. So, jetzt mach wenigstens das Ding schon mal weg hier. Weil, Quaizis Liebe des Lebens ist ja, ne, immer noch am Start. Ja, komm, wir wissen, dass es die Liebe des Lebens ist. So, aber jetzt bitte. T-Zero macht dem Spuk kein Ende. Ja, danke. Und jetzt kommt noch der Zwirklopp. Ja, natürlich. So, dann aber hier Lebensschuss und Psychokinese. Ja, das soll es auf jeden Fall tun. Sehr schön. Na, kommen noch welche? Nein, das war's. Wir haben es geschafft. Wir sind noch immer ungeschlagen. Mit der Top-Genesung, ich verstehe. Nein!
Mann, jetzt ist auch noch so Eis im Start. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kann ich nur auf den Dodge-Schaden hoffen. Nein! Ja, wie wurde der Rückschuss getroffen? Warum lebt er da noch? Komm, nehmen wir jetzt mal den VM-Sklaven. Sehe, wo du dich ver... Ja, oh, ja, stimmt. Sehr geil. Ja, geil. Oh, jetzt geht's aber richtig ab hier. Jetzt hat er doch mal seinen Moment hier, der VM-Sklaven. Oh, ja. Aber irgendwie doch ein bisschen wenig, ne? Dafür. Ja, auf jeden Fall. Aber hey, da hat er auch noch ein bisschen Punkte gesammelt. Also gut, 6 gegen 6 heißt es also. Okay, Violet, da haben wir ja schon eine gute Wahl getroffen mit Zero an vorderster Front. Meine Güte, Level 57, Hilfe. Der wagt es einfach, leveltechnisch über Mai zu liegen. Scheiß, wie zäh ist der? Au! Nee, komm, ich mach den Warp. Was? Sag mir jetzt doch bitte, dass es nicht wahr ist. Sag mir einfach, dass es nicht wahr ist. Der hat jetzt nicht gerade einfach mit einer Attacke meinen Champion schon direkt weggehauen. Gibt's nicht. Ja, wie Blizzard. Dann kannst du nicht einfach ständig Attacken beim EFK gegen meine Leute sind. Nein, hör auf, nein! Oh, Alter, was ist denn los mit dem? Nee, komm. Kannst du so nicht bringen. Das kannst du so jetzt hier aber auch nicht bringen. Ach du meine Scheiße. Wir haben ja noch zum Glück Top-Leber. Oh, sehr geil. Da ist doch noch ein bisschen Zeit. Ja, keine Ahnung. Ja, ich denke, Aero ist schon besser, ne? Insgesamt. Aber. Jetzt macht er dir mit der Elektroattacke fertig. Oh nein! Nein! Hör auf! Nein, Mann, nein, hör nein an! Ja toll! Jetzt bekommt keiner die Erfahrung. Mann, Spielverderber. Und jetzt weiß ich noch nicht mal, was das nächste angesetzt wird. Mann! Nicht. Wie scheiße kann der Kampf denn eigentlich noch anfangen? dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreib mir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat und die Namen deiner Partner ebenfalls. Tja, da haben wir es tatsächlich geschafft und wir sind ungeschlagen geblieben. So, T-Zero. Sion. Rasak. Dark D. Kwaiyotzi. Oh Gott, und der VM-Sklave. Naja. Aber, ne? Er hat ja zumindest tatsächlich einen Gegner besiegt, ne? Sogar hier in der Top 4. Also, ne? Er hat tatsächlich ein bisschen was dazu beigetragen. Also ich sag mal, für das, was er ist, ist er sogar über sich selbst hinausgewachsen. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Ach, jeder will was von mir, jetzt wo ich Champ bin. Ja, jetzt kommen sie alle wieder angekrochen, ne? Na, Fabian, das war wirklich gute Arbeit. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass du etwas Besonderes bist. Nein, wusstest du nicht. Erst jetzt, wo ich Champ bin. Jetzt auf einmal kommt hier alle angekrochen, ne? Aber davor, nein, da war ich
nur einfach irgendein Weirdo, mit dem niemand was zu tun haben wollte. Aber jetzt, ja, jetzt bin ich natürlich der Tollste und Beste. Ah, ich bin diese Heuchelei satt.